Phnom Penh ist eine aufstrebende und pulsierende Stadt mit knapp 2 Millionen Menschen. Nachdem die verlassene Stadt nur langsam wieder belebt wurde, leben hier Arm und Reich unmittelbar nebeneinander. Phnom Penh ist die Hauptstadt eines der ärmsten Länder unserer Zeit. Es gibt ca. 400 Slums in Phnom Penh, welche über die ganze Stadt verstreut sind. In jedem dieser Slums leben zwischen 100 bis 1500 Menschen. In diesem Slum lebt Rong mit seiner Familie. Sobald die Sonne aufgeht, beginnt hier der Tag. Rong ist etwa 13 Jahre alt. Wie alt Rong genau ist, weiß niemand. Denn seine Mutter kann sich nicht mehr an den Tag seiner Geburt erinnern. Vor circa 2 Jahren ist er mit seiner Mutter und seinen Geschwistern in diesem Slum angekommen. Als sie noch in der Provinz lebten, hat sein Vater eines Tages eine andere Frau mit nach Hause gebracht. So wurden Rongs Mutter mit ihm und seinen Geschwistern kurzerhand von seinem Vater rausgeschmissen. Nun wohnen sie in dieser Hütte und kämpfen täglich ums Überleben.